Stereo. Ja, bin ich doch. Da läuft gleich mein Näschen. Eins nur für mich. Can't deal with it with my bare hands. I need some kind of sharp tool. What? But he couldn't just get up and walk away. Hi. Again. Let me go. Help! Help! I will relieve you of your life, you Yankee bastard. You can't stop the assassination. Lincoln must pay for his lies. In die Augen. Zeig ich dir mal, was brennt. Friss dies. Und stirb. Sterbi. Warum ist das Bild nach vorne geflutscht? Das ist meins. Eine Gartenschere, deren Klingen verrostet. Klingelt. Deren Klingen verrostet sind. Auch wenn der Zahn der Zeit an ihr genagt hat, könnte sie sicher noch als nützlich erweisen. Okay. Gib mir die Lampe. Schnippidi. Schnappidi. Schnups. Oh, ein Bild. Schnippel die Schnupp. Hallo, Papa ist wieder da. George Büro. Wo ist das? Keine Ahnung. George Büro. Fünfmal schon. Ach so. You were supposed to check every possibility, Norton. You're a judge, and you should know how to bend the law without breaking it. The contract states you can both hand over your shares without each other's consent. I'm sorry, George, but you signed it yourself. I never thought that bastard would try to outwit me. And that his demented spawn would sneak into the mine. What do you expect? The brat cannot inherit. Lock. We have to persuade that old fart somehow, or we'll end up with nothing. Oh, ich wollte ihn abwerfen. Really did they plot against my father and me? Oh, ein Engel. Derselbe Engel ist. Oh, ist so schwer. Ist ein Kleinopfer auf Omas Grab. Okay. Und weiter? Ich habe gerade nicht wirklich zugehört. Ein Zeitungsausschnitt. Achso, mit rechts. Nee. Oma hat Engel geliebt. Hammers? Mittwoch, 13. September 1854. Der Sheriff von Blackstone, New Hampshire, hat am Montag, dem 2. September, einen Haftbefehl gegen Jacob Hyde, den Eigentümer einer Mine und eines Gasthofs, erlassen. Hyde wird zur Last gelegt, Richter John Norton ermordet zu haben, der mit schweren Verletzungen im Gasthof vorgefunden wurde, wo er kurze Zeit später verstarb. Zusätzlich wurde eine Belohnung von $500 ausgesetzt. Nett. Zu.
Der Beschreibung nach zu urteilen, handelt es sich bei Henry um einen typischen Melancholiker. Es wäre jedoch unklug, daraus voreilige Schlüsse zu ziehen. Er muss sich hierbei nicht um einen Selbstmord handeln, viel zu viele Menschen sind in dieser Gegend bereits verschwunden und nicht alle von ihnen waren äußerst sensibler Natur. Hey Hyde, ich habe ihm bereits viele Male geschrieben, jedoch nie eine Antwort von ihnen erhalten, weshalb ich sie erneut fragen möchte. Erinnern Sie sich wirklich nicht an meinen Bruder Henry, der vor 2 Monaten in Ihrem Etablissement zu Gast war? Er ist 31 Jahre alt, groß gewachsen, schlank und trägt eine Brille. Bitte rufen Sie ihn doch an. Er ist für Nächte zweisam. Gerne zu haben. Er besucht Ihren Gasthof, der sich dort nach einem kürzlichen Zusammenbruch etwas Ruhe und Frieden erhoffte. Er ist ein vielversprechender junger Künstler, der der Landschaftsmalerei frönt. Die friedvolle Atmosphäre der Region... Halt die Klappe da hinten! ...hat ihn seit jeher in Verzückung versetzt. Er sagte mir, die Energie der Berge und Wälder dort fände Widerhall in seiner Seele. Wie ich bereits in meinen vorherigen Briefen erwähnte, kehrte mein Bruder nie nach Hause zurück. Blackstone ist der letzte Ort, an dem er lebend gesehen wurde. Ich kann die Möglichkeiten nicht ausschließen, dass er sich das Leben genommen haben könnte, da es von Leid und Schmerz geprägt war. Hab jedoch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass dies nicht der Fall ist. Die Geräusche sind eklig. Selbst das kleinste Detail könnte mir dabei helfen, das Rätsel um sein Verschwinden zu lösen. Hochachtungsvoll, Anthony Wilcox. Kann man jetzt bitte mal die Hintergrundgeräusche lassen? Den Engel gab es auch im Doppelspieler. Meins. Ist dieser Grund, warum Richter Norden sterben musste, hat ihm mein Vater verdankt, die Vergangenheit scheint schlimmer gewesen zu sein, als es mir je vorstellen hätte können. Ich schätze, Unwissenheit ist tatsächlich ein Segen. Wohin muss ich? Da komme ich ja nirgends raus. Hallo, ich will hier weg. Vielleicht muss ich runter und ganz raus. Jumpscare, ich warte auf dich. Ich mag das nicht, wenn ich rennen kann. Da geht's nicht weiter. Oh, Schlüssel! Gewährt Zugang zu den Versprechungen zu den Zimmern 07 und 208. Nehme ich doch mit. Okay. Komme ich durch die Tür, ne? Bitte nicht jagen. Natürlich. Das sind ja 2. Das war nicht so geplant. Hoppla. Okay. Zwei gegen eins ist auch unfair. Du spielst nicht mit fairen Mitteln. Okay. Ich mach nochmal ein bisschen heller. So. Ach, ja. All I have to do is go back to the reception desk and find Gilman in the guest registry. So ist es. Ich muss hier lang. Mach die Tür doch auf. Huh? Du kleiner Pisser. Bin sicher.
Bin ich sicher? Bin ich sicher? Ich glaube, ich bin so... Bah! Fick dich! Bin sicher. Was? Hat einer der Gäste sie zurückgelassen? Ich weiß es nicht. Lukas 8:17. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar verwirrt. Lukas 8:17. Wenn... Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch nichts geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Schön. Bin ich jetzt sicher? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen muss. In Charles Büro, jetzt muss ich nur noch herausfinden, in welchem Zimmer der Detektiv wohnte. Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Wo wohnt er denn? Ich glaube hier drin. Herr Detektiv, ich habe ein paar Fragen an Sie. Wann haben sich diese Dinge zugetragen? Ich habe keine Erinnerung an diese Vorkommnisse. Ich erinnere mich nur zu gut an den stechenden Schmerz, der die Hiebe vom Vaters Gürtel verursachten, da ich ihn oft genug zu verspüren bekam. Vielleicht traf er mich hier und da auch mit dessen Metallschnallen am Kopf, aber so etwas... Ich weiß damit nichts anzufangen. Ich habe mich gestern an der Rezeption über Mr. Hyde's Sohn beschwert, da wir durch den Radau, den er späten nachts unter unserem Fenster veranstaltete, nicht schlafen konnten. Das Kind, welches scheinbar unbeaufsichtigt war, stritt mit einem Freund, den ich nicht sehen konnte, der sich irgendwo versteckte. Anschließend versuchte er, den Rahmen eines Fensters im ersten Stock aufzuhebeln, als ob er versuchen würde, in das dahinterliegende Zimmer einzubrechen. Heute Morgen sah ich das Kind mit einem blauen Auge und einer geschwollenen Lippe. Ich bedauere nur meine harschen Worte. Mein Mann ist der Meinung, dass ich mich nicht einmischen sollte, da es uns nicht zusteht, über die Erziehungsmethoden eines anderen zu urteilen. Aber vielleicht können Sie, Mr. Whitehead, den Mut zusammenbringen. Diese Angelegenheit Mr. Hyde gegenüber anzusprechen. Ich habe Angst, dass er seinen eigenen Sohn töten könnte. Sonja Haft. Ich bin nicht da. Kommt näher, ne? Ist es die Irre, die uns hinterher rennt? Oh, Streichhölzer. Kann ich die einfach anzünden? Bitte. Ja, und nun? Ich merke mir doch die Sachen nicht, die ich lese. Das ist mal lustig gemacht und jetzt kommt alles doppelt und dreifach zurück. Oh, es tut mir leid, ich wollte mich nicht lustig machen. Du bist gruselig, Spiel. Alle schrecken sie sich. Du hast es wahrscheinlich nur auf eins und guckst nicht hin. So sieht's nämlich aus.
Aber warum kam der jetzt da raus? Which room did the detective stay in? Natürlich kommt man nicht zurück. Ich wollte das nehmen! Entschuldigung. The detective was staying in room 203. That's upstairs. War hier erst. It looked like he never... Blazes! Oh. The key for room 203 is missing. But maybe... Maybe I can get there from room 202. I must find out how much Gilman knew. Hier bin ich geistersicher. Jagt mich gleich wieder was. Oh, Fufus. I need to hide. Wo willst du dich denn jetzt bitte verstecken? Bin ich da? Wo soll ich mich bitte verstecken? Mein Durchgang ist zu. Die Geister sind hier angelangt. Nobody find me. Quickly, I need to hide. From 202, I can easily get to the next room. Need to know how much he has found out. Hau ab. Du blindes Huhn. Verpiss dich. Schubbel die du dich. Komm. Sieht er mich so? Ah, da bleibt eine Weile stehen, ne? Pyjama Party. Mach mal. Krieg mal hin. Die Tür ist zu. Die tut nur so, als wäre sie offen. Was ich jetzt hier drin will? Keine Ahnung. Ah, dieses Lampenöl. Das ist sehr wichtig. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Muss ich da hinten? Ne, wenn dann da hinten, aber da war 2-3.
Hä? Über 2-2. Da ist die Treppe noch oben. Hä? Dreh mal um, Muster, kurz hinter. Da ist die 203. Das heißt, ich muss da irgendwie hin. Okay. Immer noch mal andere Seite. Du siehst mich nicht, du siehst mich einfach nicht. Ich bin zu gut versteckt für dich. Aha, oh yeah. Kiesel dich, muss da lang. Ich dachte, es geht vielleicht, aber So ein kleiner Schmarotzer. Machst du das bitte aus? Mach aus! Dankeschön. Da komme ich ja nicht hin, ne? Das ist 204, das ist 203. Irgendwo da hinten muss ich hin. Quickly, I need to hide. Ach komm schon. Ich hasse dieses Spiel. Magst aufhören? Ja, aber ich hab's angefangen. Hallo Black Tiger. Hallo Blue. Ich sterbe sehr gerne, wie man mitkriegt. Der Opa ist einfach zu penetrant. Quickly, I need to hide. Komm, beweg deinen Knackarsch dahinter. Danke. I can easily get to the next room. I need to know how much he has found out. Red dich nicht um. Red dich nicht um. Tschüss. Aber ich komme hier halt nicht raus. Das ist jetzt ein Kacke.
wenn er sich umdreht. Ach, Manno! Bin ich da. Tschüss. Er weiß nicht, wo ich bin. Kommt er noch mal? Also. Alte Rentner haben hier nichts zu suchen. Ich lass mal das Licht aus. Wer weiß, ob du noch mal kommst. Habt ihr gerne? Ja, klar. Oh Gott. So, und wie komme ich jetzt ins Nachbarzimmer rein? Über den Balkon, ne?